hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Moin und alle herzlich willkommen zur 63. L-Sendung der modernen Kriege. Ja, jetzt habe ich letztes Mal gesagt, bei I, das steht für Igittigit und K, da haben wir gefunden, das stand für Kra, und L, das steht für die Lügen, die wir aufdecken, aber ich habe keine Lust, so ein Spielchen zu machen und so eine Tradition einzuführen. Tradition ist die Sache der römisch-katholischen Kirche und nicht meine, um jedes Mal mit so einem Wortspielchen anzufangen. Also ich mache das nicht. Auch wenn die Idee natürlich gerade eben von dem Marius geäußert, ey, wir lügen, gar nicht schlecht ist. Aber ich halte es dabei, dass wir einfach fortfahren in dieser furchtbar wichtigen Studie der modernen Kriege über den Stundismus, wo wir lernen darüber, wie das wahre Christentum sich auch im Osten dieser Welt ausgebreitet hat, vor allen Dingen in Russland in diesem Fall. Und ich habe auch angefangen, wieder in dem Buch zu lesen, von dem ich ja letzte Woche bereits etwas zitiert hatte, glaube ich doch, dass das letzte Woche war, sie das gemacht hatte, aus dem Buch Kreml und Vatikan, das ich weiter gelesen habe, und ich versuche wirklich viel zu lesen. Ich bin schon auf über Seite 40, und das ist für mich, müsst ihr verstehen, ist das viel. Ich lese teilweise nur 2-3 Seiten am Tag, mehr kann ich nicht, weil ich A, nicht die Zeit habe, im Taxi mehr zu lesen als das, und B, weil ich so ein langsamer Leser bin, weil ich das alles verschlinge und wirklich die Informationen darin aufsauge und auch probiere, ein wenig im Kopf zu behalten. Aber was da alles über diesen Demetrius-Fall geschrieben wird, den wir mal ganz kurz bei Griesinger angeholt haben, da geht im Grunde das ganze Buch drum bis jetzt, das ist unglaublich interessant und zeigt wieder mal auf, welche Fallen die Jesuiten den Menschen stellen und wie sie da leicht reintrappen, sage ich jetzt mal, ich wollte jetzt hier das Wort Fallen wieder sagen, wie sie da leicht in die Fallen reintrapsen, die die Jesuiten ihnen stellen, vor allen Dingen die geistlichen Fallen, die da gestellt werden, und auch die weltlichen Fallen. Und über Fallenstellen geht es ja im Krieg im Grunde auch, weil ich kann einen Krieg ja nur gewinnen, wenn ich listiger und gemeiner und fieser bin als mein Gegner. Und im Augenblick sind die Jesuiten da voll aufgedreht und spielen ihre Trümpfe aus in diesem Krieg. Und wir laufen ein wenig hinterher,
Aber wir laufen hinterher mit der Wahrheit, um eben diese Lügen aufzudecken. Und ganz besonders Gerald macht sich unglaublich viel Recherchearbeit, wie der das alles schafft, neben seinem Job noch diese Recherche zu machen und sich so auf die Sendung vorzubereiten. Da ziehe ich wirklich in aller Form alle meine Hüte, die ich theoretisch aufhabe. Ich trage eigentlich gar keine Hüte oder Mützen oder irgendwas. Aber das ist echt wahr, da habe ich sehr, sehr viel Respekt vor. Und auch Marius, der uns immer ganz toll unterstützt. Und bei Marius finde ich ganz besonders immer schön, wie er am Ende der Sendung mit passenden Bibelzitaten kommt, um die Sendung abzuschließen. Und das ist ja etwas, was wir eigentlich, und dann damit bringe ich meine Einführung dann auch zum Ende, wo es eigentlich drum geht. Es geht um die Bibel. Es geht nur um die einzige Wahrheit, die hier steht. Wir können euch diese Lüge da erzählen und diese Lüge dort erzählen. Ihr könnt nicken und sagen von ja, verstehe ich und ja, ist Lüge, der ist Lüge. Und wenn die nächste Lüge aufkommt, dann fallt ihr doch wieder drauf rein, solange ihr nicht die Wahrheit habt. Die Wahrheit, das Wort Gottes, die Bibel. Das ist die einzige Wahrheit, die es gibt in dieser Welt. Und ich habe gerade gestern Abend habe ich die letzte Lesung gemacht von Priestervergötzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven von Andreas Thiel aus 1937. Diese letzte Lesung erscheint erst am 8. Oktober. Jede zweite Woche, also alle 14 Tage erscheint ein Video. Schaut euch das mal an. Auch das ist sehr interessant. Und jetzt geht's wirklich in die modernen Kriege rein. Herzlich willkommen, Gerald, und herzlich willkommen, Marius, zur 63. L-Lesung der Stundisten im modernen Kriege-Rahmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo, Jörg. Hallo, Marius. Hallo an die Zuschauer. Ja, hallo und danke für die Ehre, aber so viel beitrage ich ja auch nicht bei in dieser Sendung. Das ist schon allerhand, was alles von Gerald kommt und wie schön das alles von Jörg vorgelesen wird. Ja, dass am Ende die Bibelsprüche kommen, das nennen wir jetzt nicht Tradition, aber es ist trotzdem schön, dass es regelmäßig kommt und dass dann immer etwas vielleicht von der Bibel dann am Ende der Sendung mitzunehmen ist. Ja, wenn du schon auf andere Sendungen verweist, dann kann ich ja immer nur den Avro Manhattan mit seinem Vatikan das 20. Jahrhundert aufführen. Da sehe ich, wenn ich da Sachen gerade durcharbeite, wie sich die Geschichte, also letztens hatte ich so ein Thema, was da gerade passiert ist, oder ja, während des Zweiten Weltkriegs, vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen oder sonst, dass da sich die Sachen, die so manche Situation auch in der heutigen Zeit mal wieder wiederholt. Und die Menschen haben kein Gespür dafür, dass sich die Situationen ähneln, sondern es wird einfach so hingenommen oder weitergemacht. Ist auch ein interessantes Buch, das leider auch die Thematik des Krieges hat. Ja, das von mir. Und dann machen wir schnell mit Geralds Thema weiter, damit wir auch hier weiterkommen. Er hat wahrscheinlich allerhand vorbereitet. Oh ja, ja, ja. Wobei, also nochmal vielen Dank für die Worte, auch Jörg an dich. Ich finde die Zusammenarbeit, wie sie hier bei uns so ja, passiert ist, ja, man muss ja sagen, hier ist ja wirklich überhaupt nichts abgesprochen. Die ist einfach in einer wunderbaren Form und zeigt eben auch die Arbeit des Heiligen Geistes, meiner Meinung nach. Ganz toll, es hat jeder seine Aufgabe und so sollte es sein, jeder nach dem, was er kann. Und auch wie die Zeit ist. Und im Moment nehme ich mir halt auch die Zeit. Ich sage das so, wie es ist. Ich habe nicht viel Zeit, aber es ist einfach zu wichtig, als dass wir diese Dinge wirklich liegen lassen können. Zumal man eben in diesem Lügengefängnis komplett gefangen ist. Und gerade wenn die Zeiten wieder unsicher werden, wenn Zukunftsängste aller Couleur auf einen einprasseln, die Angst um den Arbeitsplatz, immer höhere Kosten und, dann kommen eben auch diese ganzen ja, falschen Propheten aus ihren Höhlen gekrochen und sprechen einem das Blaue vom Himmel. Ja. Und wir hatten gerade vor der Lesung uns darüber ein bisschen unterhalten, wie viele ja, Lehre und in Anführungszeichen neue Propheten es da so gibt, gerade so im spirituellen, im geistigen Bereich. Und diese Leute suchen natürlich und fischen natürlich genau diese Menschen ab, die eben merken, dass hier in diesem System etwas nicht stimmt und ja, glauben dann einfach der nächsten süßen Lüge. Und deswegen L, die Sendung heute 63L, wie Lüge, passt also in dem Sinne ganz gut. Genau. Und wir hatten uns ja eingangs oder die letzten Lesungen ja mit dem Maximilian Grab beschäftigt, ein aufstrebender Jungfunktionär in der AfD, der zufälligerweise mit mir mal ein paar Semester Jura studiert hat, wie gesagt, in meinem früheren Leben. Ich kannte ihn also daher nur flüchtig
Aber was ich eben über ihn weiß, ist, dass er meiner Meinung nach der Einzige in dem ganzen Semester, das war vom ersten Semester an mit 500 eingeschriebenen Jurastudenten, der Einzige war, der meiner Meinung nach überhaupt einen Plan hatte. Weil er war immer akkurat, er war immer pünktlich, er sah auch immer anders aus als die normalen Studenten. Und sodass ich dann immer scherzhaft zu meinen Kumpels und Kumpelinen da gesagt habe, das wird mal der neue Bundeskanzler. Ob es so weit kommt, ob uns dieses Übel dann wahrscheinlich über uns kommt oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber was wir machen können, wir können zumindest ein paar Dinge offenlegen und damit hatten wir letzte Woche angefangen. Und ihr erinnert euch, wir haben das genau noch in dieser Lesung Stundismus gebracht. Warum? Weil, nochmal zur Erinnerung, dieser Herr Krah jemand war, der ganz dick verbandelt mit der sogenannten Piusbruderschaft war, beziehungsweise ich korrigiere das jetzt mal und immer noch ist, meiner Vermutung nach. Natürlich ist das jetzt eine Sache, die wir nirgendwo mehr finden, weil es ist natürlich jetzt für den aufstrebenden Herrn Krah sicherlich nicht für seine Karriere in der AfD zur Europawahl nächstes Jahr förderlich, wenn er solche Verbindungen noch offen hat. Aber wie gesagt, ihr erinnert euch, dass dieser Mensch nicht einfach mal irgendwo ein Piusbruder geworden ist oder damit sympathisiert, sondern der hat gleich als Junganwalt dort ja, Geld jongliert auf mehr oder weniger, naja, man kann schon fast sagen, also legal war es wohl noch, aber es ist mit so viel Finesse gemacht worden, dass dort sozusagen diese Piusbruderschaft über den Herrn Krah eine Erbschaft erhalten haben in der Höhe von 60 Millionen Euro. Und dort hat er eben sich bewährt. Und ja, wir hatten uns letzte Lesung ja damit auseinandergesetzt, wer ist denn überhaupt diese Piusbruderschaft? Und haben festgestellt, dass das eigentlich eine sehr rückwärtsgewandte Bruderschaft ist, die eben bestimmte Dinge ablehnt, eben auch sogar dann eben auch einzelne Päpste sogar ablehnt, aber ihr wisst es selber noch aus der Lesung, dem Papsttum natürlich immer noch treu ergeben ist. So, und ihr wisst, dass diese Leute natürlich alle anderen Glaubensrichtungen, die sozusagen gewisse Abweichungen tolerieren, eben verdammen nach bestimmten Beschlüssen. Und deswegen wisst ihr auch, dass natürlich diese ultramontanen Menschen natürlich den Protestantismus genauso verdammen wie alles andere auch. Und deswegen passt es natürlich hier wunderbar in unsere Lesung rein. So, und bevor wir anfangen, war wieder mal so ein kleiner Zufallsfund. Das Ergebnis, dass der Jörg jetzt statt einem PDF vier PDFs wahrscheinlich offen auf seinem Rechner hat. Und zwar bin ich durch ja, ein bisschen Recherche im Internet auf eine interessante Seite gekommen. Jörg, das kannst du mal bitte einblenden. Das ist dieses erste PDF-Barrikade. Das ist von einer ja, wie sagt man, linksautonomen Seite, was normalerweise ich jetzt auch nicht jeden Tag lese, ja. Aber da habe ich was gelesen. Und was ich dort gelesen habe, Jörg, ich denke mal, wenn du mal anfängst, da reinzulesen, dann werden wir sehr schnell ganz große Augen kriegen. Ja, übrigens die antifaschistische Aktion. Ja, bitte dran denken, das System unterstützt immer beide Seiten. Ich erinnere euch jetzt nur mal formal an die sogenannte katholische Aktion, die eine sehr große Namensverwandtschaft hat mit der antifaschistischen Aktion. Und ob es dort Zusammenhänge gibt, naja, ich denke schon. Aber Jörg, sei mal so lieb und fang dort mal bitte an reinzulesen. Korporierte in der AfD gründen Akademikerverband aus 2019. In der AfD, also das heißt Alternative für Deutschland, diejenigen, die es nicht kennen, spielen Korporierte und insbesondere Burschenschafter seit der Gründung der Partei Anfang 2013 eine prägende Rolle. Interessant, ne? 2013, 14 war doch die Maidan-Bewegung in der Ukraine und da kommt die AfD. Im Zug der ersten Wahlerfolge gab es entsprechende Organisationsbestrebungen der Verbindungsszene innerhalb der AfD und bereits im Sommer 2015 gründeten Burschenschafter eine erste geheime Facebook-Gruppe mit dem Namen Korporierte in der AfD, die jedoch kurze Zeit später aus Angst vor Datenleaks und Verrat wieder geschlossen wurde. Im Mai 2017 starteten die Korporierten in der AfD einen weiteren Versuch, sich innerhalb der AfD zu organisieren. Federführend sind zwischen Anführungsstrichen alte Herren der Deutschen Burschenschaft,
alte Herren und Burschenschaften. Bursche ist bei mir ein junger Mann, alter Herr ist genau das Gegenteil, aber mit solchen Gegensätzen lebt die deutsche Gesellschaft anscheinend momentan. Aber es beteiligten sich Mitglieder aller Arten, von Studentenverbindungen an den Korporierten in der AfD, vom Chor bis zum Wingolf, von CWern bis Pinälern. Wir nennen zwar ohne Anspruch auf Vollständigkeit auch einige unserer Meinung nach wichtige Korporierte in der AfD, aber dieser Text handelt in erster Linie von denjenigen Korporierten, die sich an der Initiative Korporierte in der AfD beteiligen. Nach ihrem Initiator, dem Burschenschafter Christoph Burkhan, wird sie von Spöttern auch Burkhan-Initiative genannt. Ziel der Initiative ist die Gründung eines AfD-nahen Akademikerverbandes in Deutschland. Nach ihrer wenig erfolgreichen virtuellen Vernetzung setzten die Korporierten dieses Mal auf reale Treffen und die Gründung eines Vereins. Sie nutzten für ihre Treffen die Infrastruktur der bundesdeutschen Parlamente, denn sie haben sich bereits im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen versorgt. Auf das es nie wieder ein Globke-Zufall mit CW schreiben kann. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz, Jörg, mal kurz innehalten. Dieser Satz stand dort wirklich so drin, ja. Und wie wir ja vielleicht wissen, wir haben ja jetzt auch aufmerksame Zuhörer, das ist doch nicht gerade ein kleiner gewesen, der Globke. Ihr erinnert euch, dass der Globke zur Adenauerzeit eigentlich der war, der den Adenauer mehr oder weniger kontrolliert und gesteuert hat. Ja? Als selber ein Mensch, der absolut eine unklare Vergangenheit hat und bei dem bis heute nicht klar ist, wem dieser Herr über die drei Regierungssysteme hinweg wirklich gedient hat. Natürlich wissen wir es. Wir wissen natürlich an seinen Früchten, die er ja reichlich hat ablegen können, was er letztendlich im Schilde geführt hat. Ne? Aber ihr erinnert euch, dass das eigentlich ein Mensch ist, den keiner kennt. So, jetzt lese ich hier auf dieser Seite so einen Satz, wo ich denke, Moment, das ist doch wirklich jetzt mehr oder weniger für mich sehr überraschend, weil das, wie gesagt, kennt doch keiner. Das ist ein Insider-Satz hier. Ja? So, und Jörg, dieses CV, ne? Also dieses Zufall, das ist ein Zitat. Wir werden dann gleich untersuchen, wer das denn kommt, dieses Zitat. Dieses CV ist eine Abkürzung. Das ist jetzt hier auch schon im Text schon mal erwähnt worden und steht für Kartellverband. So, für katholische Kartellverbände. Ja? So. Und das hier, wie gesagt, ist für mich der Grund gewesen, hier noch mal ein bisschen weiter reinzugehen. So, Jörg, aber du kannst noch mal das kleine Stück noch mal zu Ende lesen und dann gehen wir los. Also mit anderen Worten, auf das nie wieder ein Globke, das Wort Zufall mit CV anstatt ZF schreiben kann. Richtig. Was für katholischer Verband, sagtest du? Richtig, Katholischer Verband. Also dass mit anderen Worten die Dinge nicht alle von der katholischen Kirche geleitet werden, mit anderen Worten. Ne? Was man eben aus dem Hintergrund nicht sieht. So ist das also gemeint. Ja. Ne? So ist das, du nimmst es jetzt schon vorweg. Das ist ja, Entschuldigung. Nee, alles gut. Das darfst du. Das ist ja deine Lesung, ja. Aber der Punkt ist, das ist ein absoluter Insidersatz. Den versteht doch niemand. Ja, das ist genau wie John F. Kennedy, als er sagte, eine monotheistische Verschwörung. Ne? Ja. So, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, das versteht auch keine monotheistische Verschwörung. Ne? Wir hatten es ja schon mal angesprochen. Kann ja nicht sein. Ist ein Oxymoron, eine Unmöglichkeit, weil zu einer Verschwörung braucht man immer zwei. Das heißt, will jemand ganz eloquent jemanden anschwärzen, in Anführungszeichen, also jetzt konkret den Jesuitenorden, dann muss man das genauso tun. Denn es gibt nur eine monolithische Organisation über die Jahrhunderte, und das ist der Jesuitenorden. So, und genauso ein Satz wie das, vielleicht nicht so spektakulär, nicht so bekannt, ist dieser Satz hier in dieser Arbeit da auf dieser Seite. Ja, Jörg, jetzt würde ich dich aber bitten, nochmal diese zwei Abschnitte nochmal zu Ende zu lesen. Unsere Recherchen zur Geschichte, Struktur, Zusammensetzung und Intention der parteiinternen Gruppierung Korporierte in der AfD ließe sich auf verschiedenerlei Art darstellen.
Wir hätten die Funktion der Korporierten innerhalb der Initiative Korporierte in der AfD selbst in den Fokus rücken können oder ihre örtliche oder regionale Herkunft. Auch ihre Funktion innerhalb der AfD, etwa ihre politischen Mandate oder ihre ehrenamtlichen Parteifunktionen oder bezahlten Stellen hätten sich angeboten, genauso wie ihr wirtschaftlicher Hintergrund. Die Korporierten in der AfD lassen sich auch gut in berufliche Kategorien aufteilen, wie beispielsweise selbstständige Unternehmer, Juristen und ehemals prekär Beschäftigte oder Arbeitslose, die jetzt bei der AfD angestellt sind und wegen ihres ersten richtigen Einkommens umso verbissener an ihren Pöstchen kleben. Auch der publizistische Hintergrund vieler Korporierter in der AfD als Autoren und Herausgeber verschiedener rechter und rechtsradikaler Publikationen könnte zur Klassifizierung dienen. Eine besonders wichtige Rolle spielt bei einer Partei natürlich die politische Ausrichtung. Bei Korporierten in der AfD wären das zum Beispiel die Organisierung in der identitären Bewegung, in völkischen Kreisen oder in christlich-fundamentalistischen Gruppierungen. Eine Einordnung wäre auch nach früheren Parteimitgliedschaften möglich, etwa in der Freiheit, bei den REPs, also Republikanern, oder bei der NPD, Nationale Partei Deutschlands, bei der sogenannten Christlich-Demokratischen Union, die ich also Katholisch-Demokratische Union nenne, Freie Demokratische Partei oder Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Wir aber haben uns für die dauerhafteste und am wenigsten zugängliche Struktur der Korporierten in der AfD entschieden. Die Mitgliedschaft in ihren Verbindungen, Kartellen und Dachverbänden. Wir gehen zurück in die Zunft. Ne? Ja. Auf das nie wieder ein Globke Zufall mit CV schreiben kann. So. Vielen Dank, Jörg. So, den Rest, den kneifen wir uns jetzt mal. Ihr seht ja, das geht noch ein bisschen weiter. Der ganze Artikel ist noch wesentlich länger. Aber das Entscheidende ist eben tatsächlich, dass wir hier eben auch wieder diese Fidesz-Geschichte haben, beziehungsweise diese Zunft haben. Ne? Man kennt sich in der Zunft, wie wir das eben schon aus unseren ersten Lesungen her von dem Herrn Adenauer und dem Herrn Globke kennengelernt haben. So, und da stellt sich doch nicht etwa die Frage, dass das, was sich damals im Großen unter Globke zugetragen hat, sich doch nie etwa jetzt gerade unter unseren Augen im Kleinen hier wieder vollzieht, und zwar mit derselben Art und Weise. Das ist jetzt mal so eine offene Frage, die lasse ich jetzt erstmal so stehen. Ja? So, und also interessant wird schon einfach mal die Tatsache, dass das eben auch geheim passiert. Ihr wisst also, die Dinge, die da in geheimen Gruppen besprochen werden, sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und natürlich damit auch nicht für die Leute, die jetzt sagen, für mich ist die AfD die einzige Partei, die man nur noch wählen kann. Ne? Das sage ich jetzt hier mal in aller Offenheit, weil es tatsächlich gerade jetzt in der Zeit eben für diese Partei einen unglaublichen Zulauf gibt. Ein Zulauf, der natürlich nicht zufällig passiert, sondern wie gesagt, das System unterstützt immer beide Seiten. Ja? Das System schafft die Probleme und das System bietet die Lösung für diese Probleme an. Das heißt, wenn zum Beispiel jetzt bestimmte Volksparteien, zum Beispiel die U-Partei, ne? Also ja, die CDU, Jörg, hat ja das C als katholisch entlarvt. Ich würde jetzt sagen, es ist nur noch eine U-Partei, weil die natürlich von dem Christlichen überhaupt nichts hat. Demokratisch war sie auch noch nie. Und ja, U wie Union könnte man noch als U-Partei stehen lassen. Dass diese Parteien natürlich die Probleme geschaffen haben und über Jahre hinweg, da gibt es viele Probleme, viele Dinge, die jetzt auch den Menschen wirklich jetzt langsam auf die Füße fallen. Und auf einmal kommt eine Partei, die sich auch schon, naja, mehr oder weniger formiert hat und jetzt eben auch umso mehr formiert, weil es jetzt eben an die Wählerschaft geht und jetzt geht es an das große Geld und an die große Macht. Und auf einmal passieren hier Dinge, wie wir sie eigentlich in unserer Lesung ja, von Adenauer kennen, als die Bundesrepublik neu aufgerichtet wurde. Das und auch Geschichte, Wiederholung und Parallelen zu Avro Manhattans Buch. Ja. Da gab es doch schon in der deutschen Geschichte schon, wo auf Bestreben des Papsttums eine Partei sich aufgelöst hat, um anderen Kräften Platz zu machen. Ja. Das heißt, da wird eine bestehende Partei, naja, also damals aufgelöst
Und heute machen die Parteien so viel Mist, dass die jetzt eine neue Partei Zulauf bekommt. Ja, so ist das. Ne? Und es gibt da also, also sehr interessante Zufälle, die jetzt hier gerade vor unseren Augen passieren. Und deswegen ist das natürlich für uns gerade jetzt, wenn wir hier diese Lesung betreiben, natürlich ein unglaublich interessanter Punkt. Und deswegen, Jörg, würde ich mal ganz kurz dich mal bitten, geh mal bitte auf das PDF 2, geheime AfD-Netzwerke. So, und da guckt euch das doch mal an. Das ist ein Fokusartikel vom 5.8. Also das ist jetzt noch nicht lang her, gerade mal eine Woche. Ja, und da lesen wir, ja, dass hier eben sich das Kräfteverhältnis innerhalb dieser AfD ändert. Das heißt also tatsächlich, wir gehen wieder auf den Paragrade-Artikel, der ja ein bisschen älter ist, der ist von 2019, scheint sich hier etwas zu vollziehen, was eben vor 4 Jahren schon sich angedeutet hat, für jemanden, der sich dafür interessiert hat, der das beobachtet hat. Und hier sehen wir aktuell, dass wir hier eine Neuausrichtung innerhalb der Partei haben und, Zitat, ein geheimnisvolles AfD-Netzwerk drängt den Höcke-Flügel in den Hintergrund. Ein geheimnisvolles AfD-Netzwerk. Ja, wenn du willst, kannst du nochmal den ersten Punkt unter dem Bild nochmal mit vorlesen, vielleicht. Sonst mache ich das noch schnell. Die Europawahlversammlung der AfD in Magdeburg zeigt, dass sich die Macht innerhalb der Partei verschiebt. Etablierte Strukturen erodieren, während neue Netzwerke an Einfluss gewinnen. Die AfD sieht sich derzeit dank guter Umfragewerte im Aufwind. Die Europawahl 2024 ist eines ihrer nächsten Ziele. Bereits am vergangenen Wochenende hat die Partei auf ihrer Europawahlversammlung in Magdeburg mit der Kandidatenaufstellung begonnen, die an diesem Samstag fortgesetzt wird. Dabei lassen die jüngsten Ereignisse auf dem Parteitag erahnen, dass sich die Machtstrukturen innerhalb der Partei erneut verändern. So formiert sich laut Medienberichten derzeit ein Netzwerk, das zunehmend strategischen Einfluss nehmen will und dem bisher tonangebenden, aber eigentlich aufgelösten rechtsextremen Flügel des Thüringers Björn Höcke in den Hintergrund drängt. Im Mittelpunkt des neuen Netzwerks steht nach Spiegelinformationen der aufstrebende Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionschef Sebastian Münzenmeier. Der 34-Jährige aus Rheinland-Pfalz hat offenbar genug von den Wirren vergangener Parteitage und will der AfD ein professionelleres Image verpassen. Dafür hat er sich laut dem Magazin Gleichgesinnte gesucht, mit denen er ein neues Netzwerk und mehr Einigkeit schaffen will. Eine Einigkeit, da sind sie ja gut, ne? Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland oder sowas? Ja. Genau, ne? Also das geht ja weiter und ich habe jetzt hier mal unter dem Bild. Ja, das ist gut, der Mann im Vordergrund. Aber ja. Wer ist der Mann im Hintergrund? Ne? Ja, genau. Der Mann im Hintergrund. Und ich habe da eine Vermutung, wer das sein könnte. Weißt du wer? Ja, sowas wie Kral zum Beispiel, oder? Ja, sowas wie Kral zum Beispiel. Also ich meine, ja, ich habe jetzt mich mit dem Personal nicht wirklich auseinandergesetzt, aber manchmal sind ja diese Zufälle gar nicht so zufällig und vielleicht hat man ja tatsächlich dort mal einen Treffer, weil dieser Herr Kral im Vergleich zu diesem Sebastian Münzenmeier, ich sage es jetzt mal so, ein ganz anderes Kaliber ist. Dieser Herr Münzenmeier, das ist so ein bisschen einer, der in seiner Vergangenheit auch so ein bisschen Hooligan-Geschichte hatte und auch sogar irgendwie vorbestraft gewesen sein soll, wie auch immer. Ja, also das ist einfach jemand, dem ich so eine feine Art und so eine jesuitische Hintertriebenheit nicht unbedingt zutrauen würde, um das jetzt einfach mal auf den Punkt zu bringen. Und jesuitische Hintertriebenheit, ihr kennt ja die letzte Lesung, ihr wisst ja, dass die Pius-Brüder, ich hatte es ja ganz vergessen, ja, offensichtlich Jesuiten kontrolliert sind. Ne? Denn der Fotobeweis, ihr erinnert euch an die Handschuhe dieser Bischofsweihe, von diesen Bischöfen da in dieser Pius-Bruderschaft, waren doch ein eindeutiges Zeichen dafür. Ne? So, das heißt es, deswegen der Mann im Vordergrund. Ne? Wir haben also jemand, an dem sich die Öffentlichkeit also abreagieren kann. Das ist also ganz wichtig, weil die AfD ist ja die böse Partei. Die darf man ja nicht wählen. Und deswegen schafft man Spannungspole. Und diesen Spannungspol, dafür ist dieser Sebastian Münzenmeier total gut geeignet. Ne? Also würde man das so machen wollen, dann wäre das sicherlich die erste Wahl. So, jedenfalls
haben wir hier, und das wollte ich den Punkt eigentlich setzen, haben wir hier also eine Bestätigung von diesem älteren Artikel gefunden. Ja? So, und wenn man hier in dem Artikel ein bisschen weiterliest, dann fällt übrigens auch der Name Maximilian Krah, ne, neben anderen sogenannten Spitzenkandidaten jetzt für diese Europawahl nächstes Jahr. So, und heute, der Zufall will es, habe ich doch tatsächlich in einem Spiegelartikel, also heute ist der 11., also gestern, Entschuldigung, am 10.8., einen Spiegelartikel gelesen mit der Überschrift AfD und Maximilian Krah. Die rechtsextreme Prägung setzt sich durch. So, wobei ich jetzt das Wort rechtsextrem eher mit ultramontan gleichsetzen würde, ja, weil rechtsextrem, wie auch immer, das kann man immer nicht so beurteilen, weil was ist da jetzt rechts, was ist da links, das machen wir hier in der Lesung sowieso nicht, aber wir wissen um den Hintergrund von dieser Person. Und insofern haben wir hier also auch nochmal einen Beweis dafür, dass hier in dieser Partei was passiert und dass es hier eine Bewegung gibt, also eine Katholisierung innerhalb der AfD stattfindet. Ja, so, und wir werden das sicherlich jetzt, denke ich mal, in der Lesung alle nochmal ein bisschen weiterverfolgen, weil das scheint sehr spannend zu werden und bestätigt also, wie gesagt, diesen eingangs von dir, von dieser Barrikadeseite vorgelesenen Artikel. So, gut, zurück zu Globke und Zufall mit CV. Der Link auf der Seite, den der Jörg als erstes vorgelesen hatte, auf das nie wieder, das ist hier unterstrichen in dem PDF, das heißt, also hier war ein Link mal hinterlegt, dieser Link ist tot, der ist nicht mehr abrufbar. Der Link hat allerdings einen Namen und der Name heißt der Fall Globke. Also hier geht es sozusagen auf eine Seite, wo der interessierte Leser die Möglichkeit hatte, zumindest als der Artikel geschrieben wurde, über Globke sich zu informieren. Und dieser Link ist eben ja tot, der ist nicht mehr abrufbar. So, und der zweite Link, Zufall mit CV, das ist ein Link, der funktionierte noch. Und führt uns direkt zu einem Spiegelartikel aus dem Jahre 63, Jörg. Und da bitte ich dich doch mal, hier mal reinzulesen. Zufall mit CV. 3. November 1968. Der Spiegel, Ausgabe 45, 1968. Ein Patt zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und dem Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen bewirkt, dass der begehrte Posten eines Ministerialdirektors im Bundespresseamt mit einem Monatsgehalt von 4.155 Mark seit Monaten vakant ist. Für diejenigen, die es nicht mehr kennen, 4.155 Mark im Ende der 60er Jahre, das war eine ganze Menge Geld. Das könnte man so ungefähr gleichstellen mit 20.000, 25.000 Euro heute. Mhm. Der hohe Beamtenrang der Besoldungsgruppe B8 war schon vor Jahresfrist vom Parlament für den damaligen Leiter der Auslandsabteilung der BPA, Ministerialdirigent Hans Schirmer bewilligt worden. Schirmer, ein Freund Kanzler Kiesingers aus den Jahren gemeinsamer Tätigkeit in der Rundfunkabteilung des Ribbentropschen Reichsaußenministeriums in Berlin, wurde jedoch bald zum Botschafter in Australien befördert. Wir schicken ihn mal weit, weit weg. Da hatte der rührige katholische CDU-Abgeordnete Heinrich Windelin dem Haushaltsausschuss des Bundestags auch schon einen Ersatzkandidaten vorzuschlagen, der nach CDU-Wunsch als Ministerialdirektor im Beamtenrang gleich hinter dem Amtsleiter Staatssekretär Diehl rangieren sollte. Norbert Kaps, den Leiter der Presseamtsabteilung 1, Allgemeine Verwaltung und CV-Bundesbruder. Die Sozialdemokraten jedoch, seit Bildung der großen Bonner Koalition an der Informationsmacht im BPA beteiligt, beanspruchen die Direktorenstelle für den neuen Leiter der BPA-Auslandsabteilung, den Genossen und Ex-Botschafter Hans-Georg Stelzer. Ganz kurz, Bundespresseamt, ne? BPA. Ja, okay. Die sozialdemokratischen Bundesminister legten sich deshalb im Frühjahr im Bundeskabinett gegen die Kaps-Beförderung quer. Müsste Beförderung, nicht Beforderung sein. Ne? Ja. Denn die Genossen wollen eine Faustregel außer Kraft setzen, die sich in 15 Jahren christdemokratischer Alleinherrschaft etablieren konnte. Dass auf Stellen,
die personalpolitischen Einfluss oder die Verfügung über Geld bieten, meist ein Bundesbruder des 1856 gegründeten und 113 Farben tragende katholische Verbindungen vereinenden CV-Kooperationsverbandes sitzt. Bundespräsident Heinrich Lübke ist ebenso CV-Philister wie der Wehrbeauftragte Matthias Hogen, der Verwaltungsdirektor des Bundestags Hans Trossmann und der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Franz Gumbel. Die personelle CV-Macht am Rhein rührt vom Ursprung des Bonner Staates her, denn CV-Altherren waren auch Kanzler Adenauers Berater der ersten Stunde. Staatssekretär Otto Lenz und der ehemalige Ministerialdirektor im Kanzleramt, Hans Globke. Für Lenz und Globke, die das Bundespresseamt als Machtinstrument der Regierung konzipierten, stellte einer der ersten Pressechefs, der Ministerialdirektor und CV-Mann Heinz Brandt, schon ab Februar 1950 die personalpolitischen Weichen. CV-Leute rückten frühzeitig in Schlüsselstellungen ein, so Ernst Kaiser als Leiter der Auslandsabteilung und Karl Klein als Chef der regierungsamtlichen Bulletins. Als Standardkommentar zur Beförderung und Neubesetzung von Stellen im Presseamt galt alsbald das Spottwort des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Zufall, schreibt man offenbar mit CV. Die CV-Welle schwappte öffentlich über, als im Mai 1955 der Ministerialdirigent Edmund Forschbach, Sachbearbeiter für Bundessachleistungen und Landbeschaffung im Bundesinnenministerium, zum kommissarischen Bundespressechef aufrückte. Denn Forschbachs Qualifikation für das Hohe Presseamt erschöpfte sich darin, dass er 1934 als Verbandsführer den CV im NS-Sinne gleichgeschaltet und zeitweilig die CV-Mitteilung herausgegeben hatte. Dass Kanzler Adenauer den Forschbach nicht leiden mochte, ihn deshalb nicht sehen wollte und nie informierte, war indes auch durch Zureden von CV-Kamerad Globke nicht zu ändern. Nachdem Forschbach ein Jahr lang die Bonner Pressekonferenzen zumeist mit der Stereotypantwort »Da bin ich überfragt« bestritten hatte, verschwand er aus dem Amt. Intern jedoch schritt der Ausbau des CV-Bollwerks im Presseamt hurtig fort. 1959 avancierte gar der stellvertretende Vorsitzende des CV-Altherrenverbandes Walter Kordes zum Personalreferenten des Hauses. Von nun an hatte die CV-Seilschaft einen zugkräftigen Spitzenmann. Grundsatz des Personalchefs Kordes: Wer durch die Schule einer solchen Verbindung gegangen ist, ist bei gleicher Eignung immer einem Nicht-Korporierten überlegen. Die neunjährige Amtszeit von Kordes, so seufzte der neue Bundespressechef Günter Diehl Mitte November vorigen Jahres, sei nicht ohne Folgen geblieben. Protestant Diehl hatte sich in der Vergangenheit, er leitete von 60 bis 66 die Auslandsabteilung der BPA, also Bundespresseagentur, schon gelegentlich energisch gegen Bedrängnis durch den CV gewehrt. Auch die Abteilung 2, Nachrichten unter dem Ministerialdirigenten Hans-Frieder Rost, der für die Informationen der Bundesregierung nach innen zuständig ist, behauptete sich als evangelische Domäne. Und so klingt der Konfessionsproporz des Hauses ganz unverfänglich. Nach amtsinterner Statistik sind 30 leitende BPA-Herren bis zur Referenzebene evangelisch und nur 18 katholisch. Die Positionen jedoch, die personellen Einfluss bieten oder Fonds zu verwalten haben, gerieten fast alle fest in CV-Hand. Von den 5 Presseamtsabteilungen werden heute 2 von CV-Beamten geleitet. Die Abteilung 1 Allgemeine Verwaltung von Ministerialdirigent Norbert Kaps und die Abteilung 5 Bild, Ton und Publikationen von Ministerialdirigent Alfred Kloft. Von den 3 stellvertretenden Abteilungsleitern gehören wiederum 2 dem CV an. In der Abteilung 1 Ministerialrat Bruno Wegerhoff, der zugleich das Referat Haushalt, Finanzen, Zentrale Mittelbewirtschaftung verwaltet, und in Abteilung 3 Inland der inzwischen vom Personalreferat wegbeförderte Ministerialrat Walter Kordes, der jetzt zugleich für das Referat Innenpolitik zuständig ist. Auch sonst halten sich CV-Vertreter gut im Presseamtsgeschäft. So etwa der Referatsleiter 3.5 Christian Hilgers oder der Leiter des mächtigen Referats 2 in der Auslandsabteilung, die also für Länder verantwortlich sind wie Frankreich, Benelux, Italien, Österreich, Schweiz, Israel
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und andere europäische Organisationen, Ministerialrat Hans Stärken. Die Bundesbildstelle leitet Gerhard Ilgner, dem Afrika-Referent steht Josef Koch, Vor- und Stellvertreter im Referat Entwicklungshilfe ist Klaus Doberschütz. Im Planungsstab wirkt Günter Darius, im Bulletin Hans Pollmann, im Informationsfunk Josef Habbe und im Afrika-Referat Adolf Bost. In die Leitung vom Presseamt subventionierten Fernsehgeschäft TransL, die das Ausland mit deutschen Fernsehfilmen versorgt, ist inzwischen der Regierungsdirektor Gerd Krause-Brewer abgewandert. Aber im Fernsehreferat des BPA sitzt auch noch Norbert Martern, der zugleich als verantwortlicher Redakteur der CV-Verbandszeitschrift Academia fungiert. Eingesessene CV-Platzhalter aus ihren Positionen wegzusprengen, wie es sich der neue Amtsherr und alte CV-Gegner Diehl wünscht, gelingt wegen beamtenrechtlicher Schwierigkeiten, wie im Fall Cordes, allenfalls durch Beförderung. Im Presseamt erfreuen sich unterdessen die etablierten Herren auch der mehr zufälligen Früchte ihrer Position. Als Amtschef Diehl vor einigen Wochen ein vom Bundespräsidenten zugeteiltes Kontingent vom Orden zu vergeben hatte, traten Kraft ihrer Dienststellung die Herren Kloft, Cordes, Wegehoff und Freibüter zur Dekoration mit dem Verdienstkreuz zweiter Klasse an. Von ihnen gehört einzig Fernsehreferent Freibüter nicht zum CV. Er trat vor Jahren aus familiären Gründen vom nicht farbentragenden Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine zum ebenfalls katholischen und farbenlosen Unitas-Verband über. Die Unterschiede zwischen den drei katholischen Verbindungen liegen nach einem studentischen Merkspruch jenseits der Konfession. CV säuft, KV tanzt, Unitas betet. Vielen Dank für diese schwierige Lesung. Eine kleine Bemerkung möchte ich hier mal kurz geben. Wir hatten hier darüber gesprochen, wie viele Protestanten hier angeblich vertreten sind. Jetzt muss ich mal eben sehen, wo steht das jetzt hier? Ja, ich glaube, da waren wir hier unten drunter, war das noch. Da stand hier irgendwas mit bei, dass da nur 30 Protestanten da waren. Hier. Und so klingt der Konfessionsproporz des Hauses ganz unverfänglich. Nach amtsinterner Statistik sind 30 leitende BPA-Herren bis zur Referentebene evangelisch und nur 18 katholisch. Die Positionen jedoch, die personellen Einfluss bieten oder Fonds zu verwalten haben, gerieten fast alle fest in CV-Hand. Also möchte ich hier ganz kurz eine Bemerkung machen, die ich früher schon in anderen Lesungen gemacht habe. Das wird sich wahrscheinlich kein Mensch erinnern. Doch. Aber ich werde es doch mal eben kurz zum Besten bringen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aus welchem Buch oder welcher Lesung das kommt. Also von daher sage ich es jetzt noch mal eben und bringe es mal kurz als Kommentar hier mit rein. Es ist so, dass zwar viele Protestanten mengenmäßig da oder zahlenmäßig jetzt den Katholiken in diesen Organisationen vielleicht überlegen sind, aber in den entscheidungsträchtigen Funktionen, da sitzen die Katholiken. Also die Protestanten sind vielleicht zahlenmäßig überlegen, aber an den Hebelstellen sitzen Katholiken. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, dieser Artikel ist von 1968. Bei wem klingelt jetzt eine Alarmglocke? 1968 war nach dem ökumenischen Zweiten Vatikanischen Konzil zwischen 62 und 65. Und in der Zeit zwischen 65 und 99 haben die Protestanten ihren Streit mit der römisch-katholischen Kirche beigelegt und sind zu Kreuze getrochen bei der römisch-katholischen Kirche und hat unter anderem die weltweite Lutheranische Föderation am 31. Oktober 1999 die gemeinsame Glaubenserklärung mit der römisch-katholischen Kirche unterzeichnet. Das heißt, der Unterschied zwischen Protestant und Katholik wurde mehr oder weniger weggewischt nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Das heißt, ob ich jemanden da als Protestant hinhänge oder ob ich da jemanden als Katholiken hinhänge, das ist gar nicht mehr so furchtbar wichtig. Aber ganz wichtig ist, dass wir eben begreifen, 30 leitende BPA-Herren bis zur Referentenebene sind evangelisch und nur 18 katholisch. Aber wenn es um die Entscheidungsträger geht, die sind katholisch besetzt. Da mögen die Protestanten noch die Oberhand in der Mehrzahl haben. Sie haben nicht die Oberhand
in den Machtpositionen. Das nochmal eben ein und, kurzer Kommentar von mir. Und die CV-Zirkel sind nichts Altes, immer noch aktiv. Ich habe auf dem Kartellverband bzw. so ein CV-Zirkel Buchonia zu Fulda auch interessante Sätze gefunden, der letzte Artikel im Chat. Da steht zum Beispiel, der CV ist mit 127 Verbindungen und ca. 32.000 Mitglieder der größte Akademikerverband Europas. Und dann steht davor noch, jetzt der CV-Zirkel Buchonia-Fulda gehört zu dem Kartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindung, CV, an dessen Ziele er unterstützt, mitträgt und versucht, dies durch Veranstaltungen und aktive Öffentlichkeitsarbeit in seinem Umfeld umzusetzen und über den Kreis seiner Mitglieder hinaus bekannter zu machen. Und wenn man auf die Hauptseite dieses Verbandes oder diese Seite geht, da steht hier irgendwie der 137. Kartellsversammlung Fulda 2023 vom 8. bis 11. Juni. Also ist das komplett eine neue Sache. Und da gibt es einen Link zu der Hauptseite von dem katholischen Kartellverband selber. Da kann man sich dann auch einlesen. Also ist nichts Altes, nichts Antiquiertes. Das scheint immer noch aktiv zu sein. Und wie die da schreiben, gehören sie zu den Größten. Ihre Zunft da, ihre Art mit 32.000 Mitgliedern scheine aktiv zu sein. Und da wurde ja gesprochen, oder Gerald sagte, dass der eine Link da nicht mehr aktiv ist, der andere da. Der Link zum Fall Glöbke, dass der nicht aktiv wäre. Ich habe einen anderen Artikel, der auch der Fall Glöbke heißt, am Anfang gefunden und der kommt sogar von MDR. Also ich weiß nicht, ob das in die gleiche Kerbe schlägt, wie das, was da nicht mehr verfügbar ist im Artikel. Ja. Aber zumindest der Anfang des Titels gleich dem. Ja, vielen Dank, Marius, für die Recherche hier gerade so. Live-Recherche, muss man ja sagen. Ne? Ja, und wer sagt, ja, das ist doch jetzt alles nicht so schlimm, solche Burschenschaften, das ist doch was Schönes, da ist doch was, wenn es noch Zucht und Ordnung, dann darf ich noch mal kurz erinnern, dass der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler ebenfalls in einer Burschenschaft, nämlich der Franco-Bavaria, Mitglied war. Ne? Also ganz so harmlos sind diese Herren dann doch nicht, wenn sie entsprechend in diese Position kommen. Und ich weiß nicht, ob das der normale, gemeine oder normale, sagen wir mal, gemein klingt so ein bisschen gemein, normale Mensch, der normale Wähler, ne, der sich jetzt vielleicht politisch da ein bisschen interessiert und auch jetzt unzufrieden ist mit den Verhältnissen da, wirklich im Klaren ist, was da passiert, ne, wenn er dann vielleicht diese Partei wählt und diese Partei dann eben auch, wie andere Parteien auch, muss man auch sagen. Ne? Das ist also jetzt, wie gesagt, vollkommen gleich. Die Farben spielen hier tatsächlich keine Rolle, auch wenn sie farbentragende Burschenschaften heißen, dass das alles dieselbe Soße ist. Ne? Weil das System eben beide Seiten kontrolliert. Nochmal, schaffe die Probleme, schaffe die Unzufriedenheit und führe die Leute sozusagen alle zusammen, wie die Schafe, zur Schlachtbank, alle in eine Richtung. Und das ist eben hier meine persönliche Meinung. Ich sage mal so, ich hatte früher auch mit der Partei ein bisschen sympathisiert, weil das eben der einfache Weg ist. Man sagt sich, hier bin ich nicht einverstanden, ich will, dass sich was ändert. Und die Einzigen, die jetzt hier eben, ja, was mal den Mund aufmachen und sich trauen, das ist eben dann diese Partei. Und naja, ihr seht, wenn eine Partei einfach groß genug ist, dass sie wirklich dann Macht und Einfluss gewinnt, was dann für Bewegungen hier offensichtlich werden. Ne? Und hier, ihr habt es ja nun aus den Artikeln ja gelesen, war die Bewegung von Anfang an von diesen ultrakatholischen Kreisen infiltriert, vielleicht auch eingesetzt, gegründet, das weiß ich nicht, ja, die jetzt offensichtlich hier die Kontrolle in dieser Partei anstreben werden und wahrscheinlich diese Bemühungen auch in die Tat umsetzen. Ich bin da der Meinung, dass das sicherlich diesen Herrn, um den Herrn Krah und den anderen da gelingen wird. So, und ihr hattet ja, oder wir hatten ja am Anfang diesen Punkt, dass wir ja festgestellt haben, es ist ja eigentlich ein Krieg um die Köpfe, ja, der natürlich
auf der einen Seite mit Waffen, siehe in der Ukraine, geführt wird. Auf der anderen Seite wird er aber geistig geführt. Das heißt, man muss das Volk sozusagen dazu bringen, eine Person, am besten eine Person, die lange im Amt ist, die man, mit der sich jeder identifizieren kann, als Hassobjekt hochzustilisieren. Und dann bin ich auch bereit, um zum Beispiel zu sagen, ja, ich bin zwar grundsätzlich ein Hust, ein Christ, aber wir müssen ja unsere gemeinsamen Werte verteidigen. Und dazu gehört es eben auch, dass wir Waffen in die Ukraine liefern, um dem bösen Putin jetzt eins auf die Mütze zu geben. So, ne? So, und das Presseamt, diese BPA-Einrichtungen, die der Jörg jetzt hier so wunderbar noch vorgelesen hat, in diesen ganzen Zungenbrechern hier drin. Ja, was sind denn das für Abteilungen? Das sind die Abteilungen, die man braucht, um einen geistlichen Krieg zu führen. Das sind die wichtigsten Abteilungen, wenn es darum geht, Menschen, die abgespannt von der Arbeit kommen, die dann einfach nur noch den Fernseher anschalten und dann quasi in ihren Entspannungsmodus fallen, dann eben mit diesen Botschaften zu infiltrieren und eben dann, ja, die Leute zu manipulieren. Nichts anderes ist es. Und deswegen sind diese Presseamtsgeschichten, die wir jetzt gerade gelesen haben, so wichtig. Und eben, ihr seht es, an den Früchten wird man es erkennen, offensichtlich noch voll in Wirkung. Ja? Und ob die jetzt ja protestantisch oder katholisch sind, das kann man mittlerweile ja komplett gleichsetzen. Das spielt ja meiner Meinung nach überhaupt keine Rolle mehr. Ja? Denn die Gleichschaltung der Presse, die wir hier erleben, ja, auf einen gemeinsamen Feind, ja, das ist ja eigentlich schon der Beweis dafür, dass es hier schon, wie der Jörg das richtig sagte, gar nicht mehr darauf ankommt, wer jetzt hier welcher Konfession angehört. Vollkommen egal, weil alles gleichgeschaltet wurde. Dass das natürlich mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zusammenhängt, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Gedanke, ne? Aber wir erleben eine zunehmende Gleichschaltung in Bild und Ton, ja, und da muss man sagen, wenn wir jetzt hier sehen, wer dahinter steckt, welche Netzwerke, also diese Fidesz-Romana-Netzwerke hier am Arbeiten sind, dann müssen wir doch sagen, dass das bis heute, bis jetzt gerade auch wieder in diesen aktuellen Konflikt in die Ukraine reicht. Oder seht ihr das anders? Nein, deswegen habe ich gerade nochmal den Text aufgemacht, wo wir hier geschrieben sehen, von den 5 Presseamtsabteilungen werden heute 2 von CV-Beamten geleitet, die Abteilung Bild, Ton, Publikationen. Mhm. Ja. Hier weiter unten hatten wir gelesen, dass es einen gab, ich weiß ja, irgendwas ist mit dem PDF hier passiert, da ich kann auf einmal hier gar nichts mehr kopieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja, das habe ich übrigens auch bei mir den Fehler, der ist auf einmal hier eingetreten. Der ist auf einmal hier aufgetroffen, ne? Ja, ja, bei mir auch. Also mal Spiegel über CV, ich mache das nochmal neu auf. Moment, das ist in meinen Downloads. Spiegel über CV, machen wir den nochmal neu auf, wenn wir sehen, dass das nicht mehr, weil, ja, jetzt ist das auch mit diesen Dingern hier, also irgendwie stimmt da was nicht, ja, der Teufel sitzt im Detail, ne, aber wie gesagt, die Abteilung Bild, Ton, Publikation, ne, da musste ich denken an Intermirifica und Miranda Prausos. Und dann war hier ein anderer, wo stand, der war verantwortlich für die Verteilung von deutschen Filmwerk irgendwie im Ausland oder sowas. Also ja, ich finde es jetzt nicht mehr, wir können das ja nochmal durchlesen. Wir werden übrigens die Links dieser Artikel in die Beschreibungsbox des Videos mit reintun, dann könnt ihr das auch selber durchlesen und auch zur eigenen Nachforschung nochmal gebrauchen. Und dann nochmal in Ruhe durchlesen. Aber das hier, die Abteilung Bild, Ton, Publikation, Propaganda! Mhm. Lass es uns doch sagen, was es ist. Es ist Propaganda. Es sorgt dafür, dass man, mit Schrift und Bild dafür sorgt, um die Leute in eine gewisse Richtung zu bringen. Die Leute haben einen bestimmten Hintergrund, die haben eine bestimmte Ausbildung. Wir wissen von Miranda Prons, von Intermirifica, dass wenn man in dieser Welt arbeiten will, entweder ist es jetzt die Nachrichtenwelt oder es ist jetzt die Welt von Filmemachern oder Reportage machen oder was in der Richtung, dann muss man eine katholische Ausbildung haben. Man muss katholisch sein. So, und ich glaube, dass ich den Leuten in meinem Kanal nicht mehr sagen muss, was es heißt, katholisch zu sein. Und wer es noch nicht begriffen hat, der sollte ganz dringend das Buch leider nur in Englisch verfügbar lesen, Roman Catholicism von Lorraine Bettner.
Ich höre mir im Augenblick die Lesung von Tom an, von 2011, 2012 und falle bei jeder Sendung vom Stuhl. Da sind selbst Dinge, der führt das so wunderbar vor, dass selbst ich sage, von selbst das habe ich noch nicht über die Katholiken gewusst oder das war mir so noch nicht bewusst. Und das ist das, was sich hier in diesem kleinen Artikel widerspiegelt. Man muss eben wissen, wie man solche Artikel lesen muss und wo die wichtige Information ist. Und das hier finde ich eine der ganz wichtigen Informationen. Die Abteilung 5, Bild, Ton, Publikation. Die Abteilung 5! Hallo! Ich! Man kommt bei euch sehr schwer dazwischen, aber als Ja, Gerald Entschuldigung. da vorher vorgelesen hat, dass er gesagt hat, dass da Bild und Ton, dass alles gleichgeschaltet ist, dann wollte ich sagen, ja, und was bleibt uns, wenn der Bild und Ton gleichgeschaltet ist? Die Schrift, die heilige Schrift, die bleibt. Ja, das ist wahr. Die bleibt uns immer. Richtig. Ja. Gut, wollen wir noch ein bisschen weitermachen eben? Ja, also ich denke, wir können noch ein bisschen weitermachen. Jörg, ich würde dich mal bitten, jetzt nochmal das PDF mit dem Maximilian K1 aufzuschlagen. Denn die Beweisführung, dass sich alles wiederholt in der Geschichte, die haben wir ja soeben gemacht. Und wie gesagt, im Moment sind wir live dabei, wie sich das damals im Großen in der Regierung unter Adenauer zugetragen hat und mit dem Herrn Globke, der federführend war in der Verteilung dieser wichtigen Ämter, wie wir jetzt gesehen haben, auch Presseämter. Und so finden wir das eben jetzt auch in ja, dieser neuen aufstrebenden Partei der AfD wieder. Ne? Komischerweise mit denselben Burschenschaften und denselben Hintergründen. Ne? Also Zufälle sind das nicht. So, wie gesagt, das ist gut mit dem Verlinken, Jörg. Das finde ich super. Da können sich die Zuhörer da auch noch mal ein bisschen mit reinlesen. Also, wie gesagt, Ja, es du gibt musst mir nichts nur die Neues Links unter schicken das. nachher, ne? Ja, muss ich mal gucken. Ich habe die ja hier im Originalskript gerade noch drin. Ja, finde ich. Also die Seiten schicke ich dir dann noch. Genau, und jetzt ja, habe ich hier mal mit dem Originalskript oder mit dem Herrn Grau weitergemacht. Oder machen wir noch mal kurz ein bisschen weiter. Und da ist mir eine Meldung gekommen, die jetzt erstmal nichts mit dem Herrn Grau direkt zu tun hat, sondern einfach mit einer Seite, die seit dem Ukraine-Konflikt die Satellitenbilder von den Friedhöfen, von staatlichen Friedhöfen vermessen hat, mit einer bestimmten Methode, die ich jetzt nicht leider nicht weiter eruieren konnte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die das da gemacht haben. Aber auf jeden Fall kann man sehen, dass hier es eine unglaubliche Zunahme an Fläche gibt, wo eben dann ja die verstorbenen, getöteten Soldaten da irgendwo ihre letzte Ruhe finden. Und ich habe das jetzt hier mal ausgerechnet. Hier ist die Rede von 104.000 Quadratmetern Grabfläche, die jetzt neu ausgehoben wurde. Und ich habe das mal ins Verhältnis mit einem durchschnittlichen Fußballfeld der FIFA-Norm gesetzt. Und das heißt, dass hier, wenn man das dann miteinander oder durcheinander teilt, 14,5 Fußballfelder an Fläche neuer Gräber entstanden sind, und zwar ja nicht irgendwo, sondern ja in der Stundistenhochburg in Südrussland. Und das ist eigentlich so eine Sache, wo wir immer wieder oder wo ich dann immer wieder sage, wie wichtig diese Lesung ist, dass man diese Dinge wirklich auftut, denn egal, ob das jetzt 10, 15 oder wie viele Fußballfelder werden, es ist jeder Mensch, der da in diesem Krieg das Leben lässt, ist einer zu viel. Und deswegen ist es, wie gesagt, umso wichtiger, dass wir hier diesen Dingen ja, versuchen, auf den Grund zu gehen. Na, den Punkt wollte ich hier eben auch nochmal setzen mit den ja, wie gesagt, schrecklichen Zahlen, die wir hier gerade lesen. Ne? 400.000 Getötete, bis zu 2 Millionen Verwundete und natürlich dann eben bleibend Geschädigte, die eben nie wieder ein normales Leben führen. Ja, wo ein ganzes Volk ja, geopfert wird, ja, wegen ein paar Metern Landgewinn. Und ihr wisst ja, dass das ja die Inquisition in Reinstform ist, die hier arbeitet. Ne? Das haben wir ja schon öfters ja, besprochen, das ganze Thema. So, jetzt aber nochmal zu Herrn Kra. Und zwar, Jörg, sei mal so lieb, ich war mal auf der Facebook-Seite, habe mir dort nochmal seinen sogenannten Steckbrief nochmal rausgesucht. Ja, und hier könnt ihr also sehen, dass er eben auch ja, hier in Dresden ja, an der TU, an der Technischen Universität, studiert hat. Vorher war er am Kreuzgymnasium, das ist auch gar nicht weit weg von hier, wo ich wohne. Steinwurf eigentlich bloß. Und wie gesagt, hier also nochmal der Bildungsweg aufgezeigt. Ihr seht auch, dass er hier dann entsprechend dann Zusatzstudiengänge in London
und Columbia gemacht hat und dann dort eben seine Kontakte geknüpft hat. Die, ja, wir haben das ja letzte Lesung schon uns angeguckt, natürlich noch nicht vollständig angeguckt, aber die doch sehr, sehr, sehr ja, bemerkenswert waren, diese ganzen Kontakte zu diesen ganzen Größen, die er da in seinem noch jungen Leben da knüpfen konnte. So, und da habe ich jetzt hier, Jörg, das wäre wieder die Bitte an dich, nochmal kurz reinzulesen, ja, einen kleinen Artikel gefunden. Jörg, wo ich dich mal bitte, einfach mal mit anzulesen. AfD verschärft Kurs gegen EU. Kennen Sie Maximilian Krah? Vermutlich noch nicht. Aber von dem AfD-Politiker dürften in den kommenden Monaten mehr zu hören sein. Die Partei hat Krah soeben bei einer Versammlung in Sachsen-Anhalt zum Spitzenkandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr nominiert. Dieser Artikel, lieber Gerald, ist genau, was ich im Fernsehen gesehen hatte. Ein kleiner Bericht über die EU-Anstrebung von dem Krah. Ja. Ist ja drin. Ja, das hatte ich am Wochenende irgendwo oder so kurz im Fernsehen gesehen. Das ist super. Der gelernte Anwalt aus Sachsen ist ein schneidiger Vorzeigerechtsausleger, der nicht in Springerstiefeln, sondern in feinem Anzug mit Einstecktuch und Monogramm auf der Manschette erscheint. Die Europäische Union soll nach den Vorstellungen von Krah und vielen anderen Volksgenossen von der AfD in ihrer bisherigen Form abgewickelt und zu einem Europa der Achtung Vaterländer umgebaut werden. Auch ein Dexit, also der verdeutschte, verwurstete Begriff deutscher Austritt. Der Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union ist in Teilen der Partei im Gespräch. Zwar will die AfD erst nächste Woche bei einer weiteren Zusammenkunft das genaue Wahlprogramm bestimmen. Doch Björn Höcke, der Oberstrippenzieher der Partei, gab am Rande der Parteiversammlung mit einer gewohnt knackigen Formel schon einmal die Richtung vor. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Natürlich kann vor Nationalisten wie Krah und Höcke gar nicht genug gewarnt werden. Ein großer Fehler wäre es, sie politisch zu unterschätzen. Sie wollen die Uhren in Europa um Jahrzehnte zurückdrehen. Andererseits kann man auch sagen, wenn Wählerinnen und Wähler tatsächlich für diese Sorte Menschen stimmen, haben sie am Ende vielleicht auch keine anderen Politiker verdient. Also ich sage euch dazu, ihr macht hier dieses rechts, links, rauf, runter, Ja-Nein-Spiel der Jesuiten vollkommen mit, wenn ihr hier zustimmt, wenn ihr hier einstimmt. Wenn diese EU stirbt, dann tut sie das nur, um aufzugehen in einer größeren Organisation. Und das wäre dann die Weltorganisation. Das wäre dann die sogenannte neue Weltordnung. Seht ihr, all diese ganzen Dinge, die hier gemacht werden, all diese ganzen Organisationen, die müssen scheitern. Dass man nachher sagen kann, seht ihr, wir haben es versucht, es funktioniert nicht. Jetzt bringen wir euch die Lösung, die wir schon längst in der Hinterhand hatten vor 150 Jahren. Und wir zeigen sie euch jetzt. Ja? Da muss ich auch dafür sind solche Parteien, solche Menschen wie die AfD und die Europäische Union Mittel zum Zweck. Mehr ist das nicht. Nur wer die Bibel kennt, kennt sich darin aus und lässt sich nicht verarschen. Lasst euch nicht fangen von solchen Dingen. Ich finde das ganz gefährlich. Und deswegen dieser ehrlich gemeinte Aufruf von mir hier. Vielleicht nochmal ganz kurz. Hier sieht man auch übrigens diese typische Propaganda. Ne? Mir tut das auch leid um den Artikel. Ich finde diesen Artikel furchtbar geschrieben. Ne? Das muss ich hier auch dazu nochmal ganz klar sagen. Also ich lehne diese ganze Schreibweise komplett ab, weil wer hier wirklich nationalistisch oder nicht nationalistisch oder was auch immer ist, ja Leute, ne? Dann werft mal mit dem Stein, ne? Wer hier ohne Hintergedanken ist. Diese Sache ist so ein Meisterstück von Propaganda, diese ganzen Kampfbegriffe, die man allein in diesem kurzen Abschnitt hier findet. Ne? Das ist so typisch, was wir jetzt so über Putin hören. Das ist genauso ein ähnlicher Sprachgebrauch, der verwendet wird. Genauso wie wir das hier gegen die böse AfD, wie gesagt, ne? Man muss erstmal Spannung erzeugen, genau wie das der Jörg gesagt hat. Wir müssen erstmal richtig die Fronten richtig aufheizen, damit dann eben aus dieser, ne, These, die
Antithese entsteht, nämlich die AfD als Antithese zum bekannten ja, oder zum aktuellen Regierungssystem, ja, was wir jetzt haben, ne, ist die AfD die Antithese, ja, und die gewinnt jetzt an Kraft. Natürlich, klar, die muss ja auch gleichwertig sein wie die These, also wie die Regierung. Ja, und dann kommt die Synthese. So, nach Hegel. Und ja, ich muss denken, was für ein Zirkus. Jetzt der Austritt aus der EU soll ja sowas von Nazi sein. Und ja, wer hat denn die EU gegründet, wenn man jetzt an die Person des Walter Hallstein denkt? Erstmal im Kabinett irgendwo da bei den Nazis und dann der erste Präsident der Europäischen Gemeinschaft. Also ja, wer hat dann die EU gegründet? Also das ist ein Zirkus, das ist ein Durcheinander, das ist, naja, und damit sich dann auf eine Seite schlagen, ist dann, ja, Zeitverschwendung und man spannt sich da ein und ergreift Partei, verzerrt sich die Kräfte und egal welche Seite dann gewinnt, ja, die katholische Kirche gewinnt. Ja, ja, die gewinnt immer. Na, genau. Ja, was das Ganze mit der Ukraine zu tun hat, Jörg, wenn du nochmal so lieb bist und nochmal die Nerven hast für den letzten kurzen Artikel, Abschnitt. Maximilian Krah, ein Putin-Versteher, will Oberbürgermeister von Dresden werden. Der Spiegel. Der Sachse liebe das Reisen sehr, heißt es in der inoffiziellen Landeshymne des Leipziger Kabarettisten Jürgen Hart. Maximilian Krah liebt es besonders. Gerade verschickte der sächsische Europaabgeordnete auf Twitter ein Bild von sich aus Washington, Arm in Arm mit dem berüchtigten ehemaligen Trump-Berater Steve Bannon. Maximilian Krah mag auch Hemden mit Monogramm, Bälle in aller Welt und Shampoos-Touren rund um den Globus. Der Kandidat der AfD für die Wahl des Dresdner Oberbürgermeisters im Juni schmückt sich gern mit interessanten internationalen Kontakten, offenbar um seine Weltläufigkeit zu demonstrieren. Mhm. Krah, einst mehr als 20 Jahre lang Mitglied der sächsischen CDU, gilt als stramm rechter Hardliner. In einem Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz, in dem es um die Gefährlichkeit der AfD für die freiheitlich-demokratische Grundordnung geht, taucht der Dresdner an 4 Stellen auf. Unter anderem sprach Krah demnach im Zuge der Flüchtlingskrise von Umfolgung und orientalischer Landnahme. Alles vorgetragen mit vollendeten Manieren und einem Lächeln auf den Lippen. So fällt plötzlich auf, dass der rechte Kandidat mit dem Politiker Viktor Medvedchuk seinen 43. Geburtstag verbrachte. Krah hat es einst selbst auf Facebook gepostet. Oligarch Medvedchuk stammt aus der Ukraine, gilt aber als enger Freund Putins. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj bot Putin den Mann im Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene an. 2020 hatte Krah den Milliardär mit anderen AfD-Leuten im Bundestag getroffen. Man habe über einen Friedensplan für den Osten der Ukraine gesprochen. 2020, da war der Krieg noch gar nicht ausgebrochen. Mhm. Im November 2021 tauchte Krah bei Medvedchuk in Kiew auf. Der Oligarch befand sich wegen Verdachts auf Landesverrat im Hausarrest. Krah sprach auf Facebook von einem Solidaritätsbesuch bei dem berühmtesten politischen Gefangenen des Landes. Nebenbei teilte er noch mit, die Ukraine sei ein wunderbares Land, das unter die Räuber gefallen ist, womit er wohl ukrainische Oligarchen und die amtierende Regierung meinte. Krah sagt, der Mann sei gewählter Abgeordneter und habe Hausarrest für nichts gehabt. Krah schreibt auf Facebook auch, an der Malaise in der Ukraine sei keineswegs Putin schuld, ganz auf Linie mit offiziellen russischen Stellen. Es gibt ein Bild von Krah und dem Russen Sergei Karaganov, der als ideologischer Vordenker der russischen Regierung im Ukraine-Krieg gilt und behauptet, es gebe Befürchtungen in der russischen Regierung, dass die Ukraine sich in die gleiche Richtung wie Hitler-Deutschland entwickle. Der AfD-Mann traf Karaganov im Herbst letzten Jahres beim Eurasischen Wirtschaftsforum in Verona. Zitat, wir haben zusammen auf dem Forum gesessen. Auf Facebook schrieb Krah damals, man sei sich, Zitat, politisch einig, Ende Zitat, und, Zitat, jetzt haben wir auch persönlich Freundschaft geschlossen, Ende Zitat. Seitdem hat Krah nach eigenem Bekunden auch die Handynummer des Russen.
Es gibt auch ein Bild von ihm mit Oleg Woloschin, fotografiert 2019 beim Dresdner Opernball in St. Petersburg mit Champagnerkelch in der Hand. Woloschin war früher mal Attaché an der Botschaft der Ukraine in Moskau. Die USA haben ihn im Januar mit Sanktionen belegt, weil er im Auftrag der Russen die Ukraine destabilisiert habe. Für Krah ist Woloschin ein angenehmer Mensch, für den er sogar eine Geburtstagsrede auf Russisch vorgetragen habe. Krah sagt, manche seiner einflussreichen Freunde in Russland habe er im Businessstudium in London und New York kennengelernt. Valery Doronin etwa, der als Investmentdirektor beim Russian Direct Investment Fund arbeitet. Auch der Fund stehe auf den Sanktionslisten der USA und der EU. Dazu pflegte Krah enge Kontakte zu religiösen Eiferern. Bis 2013 diente er den erzkonservativen Pius-Brüdern als Anwalt. Er vertrat auch zeitweise deren Bischof Richard Williamson, der den Holocaust leugnet. Krah bezeichnet sich selbst als tiefgläubigen Katholiken und tauchte im März 2019 in Verona bei den religiösen Rechten des World Congress of Families auf, einem Netzwerk, das Homosexualität und Abtreibung verteufelt und gegen Geflüchtete hetzt. Finanziert wurde das Treffen maßgeblich vom Putin-Freund Wladimir Jakunin. Beteiligt ist auch der russische Oligarch Konstantin Malofejew. Krah behauptet, in seinen Kontakten nichts Verwerfliches erkennen zu können. Er sei an Osteuropa interessiert, am alten Österreich-Ungarn. Zitat: Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und rede mit interessanten Leuten, auch wenn sie gerade nicht en vogue sind. Ende Zitat. Grundsätzlich sei er nett und tolerant, sagt der Mann, der 2019 auf einem AfD-Landesparteitag verkündete, wir schießen den Weg frei. Es gibt nur uns. Ansonsten geht alles den Bach runter. Mhm. Vielen Dank. Boah, ne? Also, das erinnert mich sowas von an die Jesuiten. Geh hinaus in alle Welt, ne? Und infiltriere und beeinflusse und mache alles für die größere Ehre, ne? Denn der Zweck heiligt die Mittel. Ne? Und da stand, da habe ich was gehört von Friedensverhandlungen. Mhm. Ja, dann kann der Jörg was mal vorlesen. Ein Abschnitt im Chat, wenn es passt, dann wäre vielleicht auch mal sehen, wie die Geschichte mal wiederholt. Wird. Das ist aus dem Buch natürlich der Vatikan des 20. Jahrhunderts, gehe ich mal von aus, genau. Was du gerade am Lesen bist, von Avro Manhattan. Antichrist Papst Pius XII, Eugenio Pacelli, Hitlers Papst, stand vor der wichtigsten Entscheidung seiner politischen und diplomatischen Laufbahn. Durfte er ein katholisches Land, Polen, aber vielleicht auch Frankreich und andere Länder opfern? Und damit die Verantwortung für den Ausbruch eines Weltkrieges auf sich laden, um das wichtigste politische Ziel der katholischen Kirche zu erreichen? Pius XII. Entschied sich. Ja, ich darf. Er stellte drei Bedingungen. Erstens, er müsse die Möglichkeit haben, Friedensvorschläge zu unterbreiten und eine diplomatische Friedenskampagne einzuleiten. Außerdem müsse alles versucht werden, mit Polen und den Westmächten zu einem Kompromiss zu kommen. Die anderen beiden Punkte sind wahrscheinlich für ein andermal. Das Interessante ist natürlich, dass wir hier sehen, Pius XII. Entschied sich, ja, ich darf, weil er ist Gott auf Erden. Und der erste Punkt ist im Grunde der wichtigste. Er müsse die Möglichkeit haben, Friedensvorschläge zu unterbreiten und eine diplomatische Friedenskampagne einzuleiten. Natürlich, erst sorgt der Papst dafür, dass es den Krieg gibt, aber das weiß niemand. Und dann kommt der Papst hervorgetreten und sagt, ich bin jetzt derjenige, der hier Frieden schafft. Es erinnert mich irgendwie an Faust, obwohl ich Faust gar nicht gelesen habe. Mit dem Mephisto, da ist doch auch irgendwie sowas in der Richtung, ne? Mhm, ja. Es ist doch alles ein und dieselbe Soße, meine lieben Brüder und Schwestern. Toller Fund, Marius. Wunderbar. Wie das alles passt. Heute verarbeitet, verwurstelt für spätere Ausstrahlung und passt zu der heutigen Aufnahme hier in der Sendung. Wie die berühmte Faust aufs Auge, ja. Mhm. Und als da gesagt wurde, auch, ja, der reist ja so gerne, ja, da kenne ich noch einen, der sehr gerne rumgereist hat in der ganzen Welt, und zwar der Johannes Paul II. Ja, der hat sehr viel gereist, ja. Ja, ich denke, es ist unabwendbar, dass wir hier zum Ende dieser Sendung kommen. Wir haben eine ganze Menge besprochen. Obwohl mir an dieser Sendung 1 jetzt wirklich nicht besonders gefallen hat, dass das immer noch unter dem Namen Stundisten läuft und das Krah ist schon wieder eine andere Abzweigung, hat mit den Stundisten eigentlich nichts zu tun.
Finde ich jetzt persönlich, aber ich meine, wir machen das in dieser Nummerierung weiter, weil wir mit Krah und den Stundisten etwas weggegangen sind vom allgemeinen Studium der allgemeinen modernen Kriege-Serie, wie wir sie ja von Anfang an im Grunde dargelegt und besprochen hatten und probiert hatten zu besprechen. Das tun wir auch weiterhin. Also ich fürchte ehrlich gesagt, dass wir, wenn wir mit diesem Material so weitermachen, Material für hunderte Sendungen haben werden und wahrscheinlich der Aktualität immer ein wenig hinterherlaufen werden. Aber hier findet man die aktuellste und ehrlichste Berichterstattung über Dinge, die wirklich stattfinden und was die Dinge wirklich bedeuten. Da müsst ihr wirklich zur Stunde der Wahrheit kommen. Da müsst ihr nicht zur Tagesschau gehen oder zu Heute oder zu RTL Aktuell oder wie die ganzen Sendungen heißen. Da ist wirklich Stunde der Wahrheit im Augenblick der Quell der wahren Information. Dank an meine beiden wunderbaren christlichen Mitstreiter Gerald und Marius, mit denen ich mich jetzt auch bei euch verabschieden möchte und die beiden noch ihr letztes Schlusswort geben. Danke für euren unermüdlichen Einsatz und für diese wundervolle Arbeit, die wir heute hier unseren Zuschauern wieder haben vorstellen dürfen. Und ich glaube, einem jeden dürfte jetzt langsam schlecht werden, wenn er den Namen Maximilian Krah irgendwo sieht. Da dürften Erinnerungen an bestimmte andere Personen langsam hochkriechen. Bevor der Marius jetzt sein Abschlusswort gibt, würde ich euch noch mal ganz kurz ein kleines Zitat mal vorlesen. Geht nicht lang. Dieses kleine Zitat habe ich ein bisschen abgeändert wegen der Aktualität, damit wir diesen Bogen spannen. In den kommenden Zeiten werden noch viele Nachrichten erscheinen, die geeignet sind, die Völker irre zu führen, um die wahren Kriegstreiber, die Jesuiten, zu verbergen. Eines Tages aber, vielleicht schon in naher Zukunft, wird ihre Hetze gegen Russland zu kriegerischen Verwicklungen führen. Russland wird gegen eine Welt von Feinden alleine stehen, wie Deutschland im Weltkrieg 1914 bis 1918. Um es aber auch in den Augen der Völker als den Kriegsschuldigen hinstellen zu können, wird es so lange gereizt und geschädigt werden, bis es zur Wahrung seiner völkischen Belange zu den Waffen greifen muss. Dann sind die Überstaatlichen an der ersten Etappe auf dem Wege zur Vernichtung Russlands angelangt. Im blinden Hasse sollen sich die Völker unter und gegeneinander unter dem hohen Gelächter der Jesuiten zerfleischen. Sie werden die wahren Kriegsurheber nicht erkennen. Aber weh ihnen, auch wenn es geschehe. Es würde ein furchtbares Erwachen für die Jesuiten und ihre Hörigen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, Maranatha. Ja, dann wollen wir den Verführer nicht auf den Leim gehen und einen falschen Friedensapostel ebenso nicht. Und wie wir das schaffen, da kann ich zwei kleine Zitate mal wieder aus der Heiligen Schrift vorlesen. Der eine kommt aus dem Römer und der andere aus dem Kolosser. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihren eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich anwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Hab Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Maranatha.